12 Monate Ampel, das sind 12 Monate mutwillige Zerstörung unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes. 12 Monate Gängelung, Bevormundung und Schröpfen der Bürger. 12 Monate Politik einer Regierung, die Einschränkungen predigt, während sie selbst aus den Vollen schöpft. Eine Politik, die den Regierungsapparat um mehr als 10.000 Stellen aufbläht. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland ist ja dafür bekannt, zu wenig Beamten zu haben und sich für 400.000 Euro einen persönlichen Leibfotografen für den Vizekanzler Habeck gönnt. Eine Politik, die sich mitten in der Krise mit einem gigantischen Ausbau des Kanzleramts ein Monument des eigenen Größenwahns setzen will, viermal so groß wie das Weiße Haus, neuer Hubschrauber, Landeplatz, zweite Kanzlerwohnung mit 250 Quadratmetern für Kanzler Olaf und 400 neue Büroräume inklusive. Kosten fast 800 Millionen Euro. Dekadenter geht es kaum.